Gut. Dann entweder ihr könnt weitere Zelte aufbauen, die demnächst weiter draußen aufgebaut werden können, denn der Garten ist voll, oder ihr beseitigt Trümmer. Könnt ihr euch selbst aussuchen. Ich werde mich wahrscheinlich weiter um die Trümmer kümmern, die Leute ein wenig dirigieren. Ich habe wohl über ein wenig Erfahrung jetzt damit gesammelt. Also gut, er wirft dir zwei Handschuhe zu, die er am Gürtel getragen hat. Sie erinnern dich so ein bisschen an das, was Ömer damals in die Olgoma getragen hat. Und ja, auf den zweiten Blick, sie sind wahrscheinlich identisch, auch wenn die Metalle ein bisschen anders sind und weniger aus Unmetall bestehen. Was hoffentlich gut ist. Hier, nehmt Haben wir die irgendwas aus und dem schneidet ihr Schlossviertel euch. gehört? Aus welchem Viertel? Aus dem Schlossviertel? Aus dem Schlossviertel. Das Villenviertel ist zumindest zerstört. Schlossviertel, wir wissen, dass der Zwölfgötterplatz ist restlos eingestürzt. Ich glaube, es gibt nur noch eine einzige Statue, die steht, die von Firun. Aber es gibt kein Durchkommen weiter in Richtung Süden. Wir haben gehört, dass wohl der Boron-Geweihte im Rondra-Tempel jetzt viele, viele Leichen aufstapelt, aber das von Brüder Stugemor ist auch nur ein Gerücht. Der Rondra-Tempel steht noch. Der Rondra-Tempel soll nach Gerüchten noch stehen. Allerdings soll im Travia-Tempel auch eine Massenpanik ausgelöst worden sein, sodass dort viele, viele andere in der Massenpanik dann umgetreten worden sind. Dort ist aktuell noch kein Durchkommen und auch das Drom hat gebrannt, restlos. Dort sind viele, viele einfach so in die Niederhöllen nicht, aber zu Boron gegangen. Wir werden sie finden, alle. Und wir werden sie Boron übergeben. Also Wir gut, müssen die Hauptstraße dorthin freiräumen. dann geht erstmal zum Zwölfgötterplatz. Ich habe von Isarun zumindest gehört, dass die Magierakademie von Schwert und Stab noch steht. Es gibt zwar einige Durchbrüche, einige Löcher, durch die man dann in die Akademie gelangen kann, aber zumindest der Okuri-Tempel, der ist noch relativ gut. Dann geht erstmal in Richtung Süden und helft da bei dem Aufräumarbeiten. Das werde ich machen. Dann Derweil machen wir wieder auf den Weg. könnt ihr anderen erkennen, dass die Truhe geschlossen ist. Die Glyphen, die Arkanoglyphen glühen. Trotzdem könnt ihr ein rotes Licht daraus sehen. Der Splitter kämpft mit der Truhe. Wie geht das weiter? Ich denke nicht, dass dies ihn lange halten wird. Wir müssen ihn in die Stadt des Lichts bringen. Ja, das ist richtig. Was Geht ist es mit... da hinten vielleicht noch? Gibt es dort einen anderen Ausgang? Ich glaube nicht, dass wir in den gleichen Raum zurückgehen sollten. Was ist mit den anderen Sachen in den Vitrinen? Wir können die nicht hier lassen. Der Splitter ist das Wichtigste. Für den Rest können wir zurückkommen. Ihr wollt noch einmal in diese Festung eindringen, in die Dämonenbrache? Seid ihr von Sinn? Ich will vor allem dieses Ding hier herausschaffen, denn dafür sind wir hier. Wusche Sagen wir auch. es mal so, nicht gefährliche Sachen können wir jetzt noch schnell mitnehmen, also zum Beispiel die Überreste von Brin. Aber die ganzen Artefakte würde ich jetzt nicht noch zu dem Splitter in die Kiste reintun. Ich glaube, das geht nicht gut. Und wenn wir sie so tragen im Rucksack? Die dämonischen Artefakte. Aber mir, ich bin kein Magier, aber das klingt selbst für mich ziemlich dumm. Ich Wir rate davon gehen. ab. Punkt. Es sind doch keine dämonischen Artefakte. Es sind zwar vom Dämonenmeister Artefakte, aber nicht zwingend dämonisch. Dann lass Wir uns doch werden eine gucken. weitere Expedition hierhin starten. Jetzt Aber müssen mir, wir wir erst sind einmal alle den halb Splitter tot. Ömer wegbringen. hat nur noch einen Hand, den er benutzen kann. Ihr habt, wie ihr selbst sagt, kaum noch Zauberkraft. Isarun sowieso nicht. Ich weiß nicht, was ihr wollt, aber wir müssen hier raus. Pack jetzt mir. Sollen, diesen blöden Arm, da können wir noch mitnehmen. Ich weiß zwar nicht, wer drin ist, aber. Scheint wichtig zu sein. Nun gut. Ich schaue noch ein bisschen wehmütig zu den Vitrinen. Dann lasst uns gehen. Immer schaut mal nach, ob er Goldgier hat. Vielleicht will er irgendwas einstecken. Na, immer kann sich beherrschen. Gut, Oder wirklich willst du eine anderen. Selbstverschlussprobe erschwert, um. Bei 3 Punkten können wir das, glaube ich, mal ignorieren. Rafim, wie sieht's aus mit deiner Goldgier? Na, warte, ich muss gerade nachgucken, wie viel ich hatte. 5, ja. 5 ist schwer. Abelmir, du denkst zurück an das Kernartefakt von Natal, damit könntest du die Stürme beherrschen. Wärst ein elementarer Meister der Luft. Ja, gut. Aber das muss eine zweite Reise klären, ob du das noch mitnehmen kannst. Oder man könnte 1000 Oger kontrollieren. Oder unendliches Wissen aus Amazaroth Schlüssel nach Gnaf-Kaor erlangen. All dies. In Reichweite. Greifbar. Soll ich jetzt diesen blöden Arm noch mitnehmen oder nicht? Ja, zerschlag die Vitrine und nimm den mit. Das Herz Den Arm auch. und das Herz, genau. Dann Ihr mach ich könnt das ihn hier doch. in diesen Beutel tun. Ja, pack das in den. Mach die Vitrine kaputt. Pack das in deinen Beutel.
und dann weg hier. Warte kurz. Wir haben doch Quinn, sage ich schon, Brins aufgebahrte Leiche gesehen, als wir Ludolf von Wertlingen zum ersten Mal trafen. Ja. Fehlte denen denn ein Arm und ein Herz? Ja. Okay, gut. Dann will ich nichts gesagt haben. Und die Geschichten von der dritten Dämonenschlacht, ich meine, Iserun war dabei. Ich weiß nicht, ob sie es gesehen hat, aber definitiv. Wurde von drei Zanz zerrissen. Und dann, fort hier. Ich denke, Iserun, habt ihr noch Kraft für ein Schild? Ja. Gut. Dann werden wir so schnell wie möglich irgendwas hatte passieren und von dort aus ist es nur noch ein kleiner Sprung nach draußen. Gibt es hier denn einen weiteren Ausgang oder müssen wir uns zurückwenden? Würde ich wirklich in noch weitere unbekannte Gemächer vorwagen? Wer weiß, was uns dort erwartet. Hier ist es wenigstens der Dämon, den wir kennen. Ihr könnt mir ja mal eine Staatskunstprobe geben. Vielleicht würdet ihr euch in diesem Museum, in diesem Palast einen weiteren Ausgang erkämpfen mit einer Staatskunstprobe. Staatskunst ist doch mein Talent. Ja, auch wenn das. Staatskunst eigentlich in dem theoretischen Gefilden anzusiedeln ist, aber zumindest das Wissen um so etwas wie ein Palast wäre damit auch vertreten. Und ja, wenn ihr euch dann vor eine kleine Tür stellt, die sehr unscheinbar aussieht, könnt ihr sie öffnen und steht dann in einem komplett anderen Teil des Palastes. Ihr seht wohl, wie gerade vor euch noch einige Treppen gedreht werden in eure Richtung, sodass ihr sie benutzen könnt und sich der Palast wandelt. Leonardo sagte irgendwas von einem wandelnden Labyrinth. Nach oben, nach unten. Nun wissen wir denn, wo wir von hier aus hin müssen, Magistra? Ich schaue mich mal um, ob das irgendwie nach dem aussieht, wo wir, als die Festung noch flog, schon vorbeigekommen sind. Also ihr wart selber nie in diesen Regionen. Das muss wohl ein anderes Treppenhaus sein. Ihr könnt vor euch aber sehen, wie es hier Adern gibt, die euch wieder an das erinnern, wo ihr hindurchgekrochen seid, beziehungsweise auch dadurch, dass ihr in einer Dämonenarche standet, zumindest in einem kleinen Teil dieser Gruppe standet ihr in einer Dämonenarche. Rötlich glosende Adern, die immer noch von Lava oder so etwas durchzogen sind und dann in die verschiedenen Richtungen weisen. Mit einer Anatomieprobe könntet ihr euch dann wohl wieder hindurchtasten. Lasst mich einmal schauen. Wow. Abelmir kennt den Weg. Hast du nicht noch ein Chip? Natürlich verfolgen wir Abelmir, der kennt den Weg. Abelmir kann das. Ich würde den Chip einsetzen, um die Probe nochmal neu. Die 19, 18 und 9 zu würfeln. Ja, nicht zwei. Entweder die ganze oder einen. Dann die ganze Probe. Kann nur besser werden. Ja, du hattest als erstes in Richtung, ja, da wo die Adern größer werden, aber das macht keinen Sinn, da wird es ja wieder zum Herzen gehen oder zu den Blutbatterien und so folgt ihr dann den Adern, den schmierigen Faden und wieder einige Überreste, die hier irgendwie dampfen, von Irrhalken zurückgelassen aus einer längst vergangenen Zeit, die allerdings immer noch brennen und schwelen, widerliches getrocknetes Blut, teilweise spiegelglatte schwarze Fußboden oder Böden mit Ruß bedeckt. Einige Kristallplatten, an denen ihr vorbeikommt. Dunkler Glanz von irgendeiner Lichtquelle, die ihr nicht ausmachen könnt. Lichter, die gar nicht existieren. Keine Farben besitzen und dennoch euch in den Augen wehtun. Wird das wieder Rumoren hören aus der Kiste. Einige Schatten, die nach euch greifen. Tanzende Schrecken. Und dann nach langer Zeit meldet sich Rafims Kompass wieder. Ihr könnt vor euch etwas Luft spüren und klettert dann aus einem der Schächte. Jalan, du erkennst es sofort. Ihr seid im Villenviertel, nördlich von euch der Tempel der Sonne. Hier sind wir. Seht ihr da oben, die Stadt des Lichts, was davon über ist. Hinter diesem Schuttberg? Eben das. Ach du Scheiße. Was wir für eine Strecke zurückgelegt haben müssen. Wie lange waren wir da? Blick mal gen Himmel. Wer zu sagen? Kommt nun, geht. Da hinten müsste ein Tor sein, wenn es noch steht. Ich möchte im Gehen mal die Hand auf die Kiste legen. Ist die warm? Kiste ist warm, ja. Und weiteres rotes Glühen daraus. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Los. Ja, ich drück die Kiste dann am Jalan in der Hand. Ich denke, ihr seid der Einzige, der da sofort reinkommt. Ich fürchte, mich lässt man dort nicht raus. Nun in die Stadt richtig. Sicherlich, nur nicht in den Tempel.
Weiß nicht, ob man den überhaupt hingehen kann. Kommt. Wir werden sehen. Ja, kurz bevor ihr dann durch einen der Durchbrüche die Stadt erreichen könnt, könnt ihr dann wohl auch sehen, wie viele rot-goldene Ornate hier dann an den schwarzen Trümmerteilen stehen. Sachen werden mit einer Spitzhacke klein gehackt und dann abtransportiert. Ihr könnt sehen, wie selbst der Bote des Lichts, alt wie er ist, hier Trümmerteile wegträgt. Die Stadt ist komplett zerstört, komplett verheert. Die große Kuppel ist zerborsten. Das wurde dir ja schon gesagt, aber jetzt kannst du es erkennen. Und du spürst nicht nur die Präsenz von Agrimod, die in der Kiste schlummert, sondern eine Rachsucht, die gerade in dir hochsteigt, in dir hochkocht. Eine Jähzorn, das könnt ihr allesamt spüren. Unbefriedigte Rache. Und während ihr dann weiter und weitergeht, könnt ihr dann den hofgeweihten Arius von Wulfen erkennen, der dann neben einem der Trümmer steht und euch dann anblickt. Komplett verschwitzt. Oh, Würden, gepriesen sei Preuers, wir haben keine Zeit. Wir haben den Splitter geborgen. Ihr habt den Splitter geborgen. Er muss sofort neutralisiert werden. Das, ihr versteht nicht, das können wir nicht. Was ist mit dem Bleikammern? Er muss zumindest sicher aufbewahrt werden. Und die Stadt des Lichts ist der sicherste Ort. Die Stadt des Lichts ist... Ihr seht es ja selber. Jetzt seht ihr, wie seine Augen rot werden und ihr könnt sehen, wie er anfängt zu weinen. Wir haben das ewige Licht verloren. Die Stadt ist nicht mehr... Doch, blickt euch um. Herr Preuß hat eine glückliche Sorge auf seine Kirche geworfen, denn sie steht nach wie vor. Die Stadt bauen wir wieder auf. Ihr versteht nicht, dass... Das, was die Stadt des Lichts zu dem macht, was es ist... Das ewige Licht von... Von Praios, von Okuri selbst. Es ist weg. Einfach verschwunden. Es ist nicht irgendwo unter den Trümmerteilen. Wir spüren es nicht mehr. Es ist entrückt worden. Wir spüren nur noch diese Leere in unseren Herzen. Und der Bote hat gesagt, dass... Irgendetwas hat sich verändert. Fluchte Galotta. Verfluchte Dämonenkrone. Was tun wir denn jetzt? Wollt ihr damit ausdrücken, dass der Tempel seine Weihe verloren hat? Seine Heiligkeit? Wir wissen es nicht. Selbst der Bote des Lichts weiß es nicht. Wir haben überhaupt keine Ahnung mehr. Wir haben keine Zeit. Bringen wir den Pentagon-Tempel. Ja, die Katakomben stehen noch. Durch die ganze Stadt? Habt ihr eine bessere Idee? Ja, lass sie doch hier. Die haben doch immer noch diese blöden Kammern, oder nicht? Ob da jetzt hier dieses Licht ist oder nicht. Die Kammern sind doch noch die gleichen. Es kommt nicht nur auf die Gebäude an, sondern auch auf die Heiligkeit, die ihnen innewohnt. Ich glaube jetzt schon dem Hochgeweihten, wenn er sagt, dass das verloren ist. Aber wir wissen, dass der Pentagon-Tempel noch steht und dass der Schutz auf ihm noch liegt. Ja, aber wir brauchen 2 Stunden, bis wir da sind. Glaubt ihr, die Kiste hält noch so lange? Vielleicht noch länger. Und wenn sie uns mitten in Garad explodiert... Dann sind Feuer vermutlich unser geringstes Problem. Arius von Wulfen geht gerade auf die Knie und fängt wirklich an zu schluchzen, zu heulen wie ein Schlosshund. Fängt an zu zittern am ganzen Leib. Das ewige Licht ist verloren. Reißt euch zusammen. Durch die ganzen Trümmer. Wir werden Stunden brauchen, bis wir da sind. Und die Kiste ist jetzt schon am Rand ihrer Möglichkeiten. Wir lassen sie hier. Wenn die Bleikammern noch stehen... stecken wir die Kiste dort hinein und suchen uns einen anderen Transportweg, um so schnell wie möglich den Splitter in den Pentagon-Tempel zu bringen. Daran steht ein wenig verloren zwischen all den Leuten, die sich gegenseitig anschreien. Schaut nervös hin und her. Verdammt nochmal, hier sind doch noch Geweihte. Hier ist der verdammte hochgeweihte Praios. Er soll schon ein verdammtes Auge darauf werfen. Ich gehe mal auf den hochgeweihten Arius von Wulfen zu. Zieh ihn hoch. Reißt euch zusammen! Wir brauchen euch! Könnt auch so mit dem Aufgewalten nicht sprechen, Havelmir! Die Kirche ist verloren, ihr versteht nicht. Praios mag uns geschützt haben und uns die Greifen gesandt haben, aber die Greifen sind tot. Oberan selbst. Und das ewige Licht ist verschwunden. Ihr lebt, und solange ihr atmet, hofft ihr auch. Verliert nicht euren Glauben. Praios hat sich von uns abgewandt. Verdammte Scheiße, Mann, jetzt mach diese hässlichen Kammern auf oder ich trage dich dahin, damit du sie aufmachst und dann packe ich diesen hässlichen Splitter da rein. Das kann doch nicht. Auf wem? Das reicht! Sie sind verschüttet! Kümmert euch darum, er deutet die
Gänge entlang, die Trümmerteile entlang, wo ihr dann Balken erkennen könnt. Versucht euch hier durchzugraben und die Bleikammern zu erreichen. Dort entlang. Versucht es. Euer Hochwürden, solange noch einer seiner Geweihten atmet, steht die Kirche. Und mit ihm wird auch das ewige Licht zurückkehren. Wenn ihr erlaubt, ich werde einige Sonnenlegionäre mitnehmen. Wir werden die Kiste im Pentagon-Tempel verschließen. Tut das. Gut. Bei Quanion. Ihr da hinten, Weibel! Zu mir! Jawohl! Haben die eine neue Kiste für uns? Vielleicht eine größere? Ja, ist schon groß. Wie können wir euch helfen? Diese Kiste hier ist ein Splitter der Dämonenkrone. Wir werden ihn durch die Stadt zum Pentagon-Tempel tragen müssen. Die Bleikammer sind noch intakt. Nehmt so viele Leute, die ihr kriegen könnt, und los geht's. Falls ihr noch eine Koschbasalt-Kiste habt. Jetzt ist der Moment. Koschbasalt. Gebt uns 5 Minuten. Wir sind gleich wieder hier. Die sollt ihr haben. Ich suche aber mir, macht euch Gedanken, was passiert, wenn die Kiste zwischendrin durchschmilzt. Achtung! Unteroffiziere, angetreten! Ja, rennt er los und verschwindet dann in einem der Trümmer. Wer von euch war in der Weststadt? In der Weststadt war niemand. Ich war im Schlossviertel. Scheiße. Aber ich denke, Jadan ist durch einen Teil der Weststadt durchgekommen. Ich bin in der Tat den Weg von der Weststadt bis hierher gelaufen. Er ist begehbar. Okay, sehr gut. Wir können also die Reichsstraße nehmen. Von dort aus müssten wir uns eigentlich zur Residenz durchschlagen können. Und von da zum Tempel wird dann der harte Teil. Durch die Residenz sollte noch möglich sein, dann an dem zerstörten Prios-Tempel. Das wird die erste Schwierigkeit. Dann werden wir wohl anfangen müssen zu klettern und von dort aus nicht wieder aufhören, bis wir am Pentagon sind. Weiß nicht, Abelmir war doch schon da, oder nicht? Abelmir, wie ist die Strecke? Nun ja, die Strecke zum Hesinne-Tempel ist begehbar, aber schwieriges Gelände. Überall Schutt, Tote. Es wird schwierig. Nun, es ist der beste Weg, den wir haben. Das denke ich auch. Abelmir, ihr könnt nicht zufällig diesen Teppich noch einmal zu euch rufen. Ich kann es versuchen. Wir stehen in der Stadt des Lichts. Wagt es nicht. Nein, das meinte ich gar nicht. Nur um die größten Trümmer drüber zu kommen. Also wenn wir durch die alte Residenz durch sind. Ich weiß nicht, ob er noch auf mich hört. Wir wissen auch nicht, wie er auf den Splitter reagiert. Er könnte damit fortfliegen und ihn direkt zu wem auch immer bringen. Das wird er nicht. Es ist ein Djinn drin geboren. Das sind natürliche Feinde von Dämonen. Dann könnte er versuchen, ihn ins nächste Meer zu werfen und wir verlieren ihn für immer. Solange bis Darion Polygon ihn hinausfischt. Mein Herr Bandstrahler, wir haben die Kiste. Ja, du kannst sehen, wie eine riesige Kiste angebracht wird. Vergoldet, aber aus Koschbasalt. Das kannst du im Inneren sehen. Dann durch zwei große Stangen links und rechts durchgeschoben. Ebenso vergoldet, viele Intarsien darauf, viele Runen. Und so könntet ihr dann eure rot glühende, mittlerweile heiß gewordene Koschbasaltkiste dort hineintun und dann mit einem großen Deckel verschließen zu einer Lade. Gut, machen wir auch Deckel. Deckel lassen wir ja zufallen. Ja, sechs Sonnenlegionäre, die sich dann euch anschließen und dann auf ihren Schultern die Kiste dann tragen. Arador, so. Lege deine Stelle an Schwingen um dieses eherne Gefäß, auf das es den Splitter hält, bis wir dort sind. Gut, so könnt ihr nach. Mit der Kiste durch die Trümmer, durch die Straßen dann versuchen zu begeben, über Schutt und Geröll klettern, bis ihr dann am Zwölfgötterplatz ankommt. Hier könnt ihr auch erkennen, wie Keras gerade mit seinen Händen und den Handschuhen, die er von dem Marschall Ludolf von Wertling bekommen hat, im Schuttberg steht und dann nach und nach Geröll rauszieht, ist da wohl gerade an der Nordlandbank beschäftigt. Und versucht da gerade einigen Leuten dann zur Hand zu gehen und zieht da wohl auch gerade einige Leute heraus, bis ihr ihn dann seht. Garenor, was auch immer ihr tut, es kann warten. Kommt mit! Was? Jalan, hier, übernimmt für mich. Da unten sind noch welche. Ja, laufe dann zu ihnen. Da seid ihr ja. Ich habe gehört, ihr seid in die Festung reingegangen. Wir haben den Splitter. Und euer göttlicher Beistand ist jetzt mehr gebraucht denn je. Ich verstehe. Gut, hier, folgt mir. Ich zeige euch den Weg. Und für den Weg zum Pentagon-Tempel. Und dort in die Kammern? Ich weiß nicht. Ich war noch nie da. Und wird Karin nur den Weg zu seinem Tempel gehen. Wird er aber wohl auch dem. Von der Tempelhöhe aus einen Weg dorthin freigeschaufelt. Allerdings müssten wir dann erst dorthin. Dann über die Tempelhöhe. Los.
Ist die große Kiste auch schon warm oder hat die keine Temperaturveränderung? Noch nicht. Okay. Ja los, wir brauchen Tempo. Flacher der Weg ist, desto besser. Das Klettern mit dieser Kiste ist beschwerlich. Tückisch, ja. Gut, wir müssen durch die alte Residenz zu den Überresten der Sakrade und dann von dort aus weiter zum Effa-Tempel. Der Weg ist lang und nach vielen Stunden, die euch ins Gemüt schneiden, Lüstern spürte nicht, aber ja, Kiaras kann immer noch die Toten hören, die unter den Trümmern nach ihm rufen. Nach vielen Stunden erreicht ihr den eingebrochenen, aber nicht zerstörten Pentagon-Tempel von Hesinde. Walner Yitzchok kann aufgesucht werden, die Brände in der Bibliothek sind mittlerweile gelöscht. Ihr Helden, ihr wollt zur Asservatenkammer, ja? So wie ich euch diese Truhe ansehe. In der Tat. Könnt ihr wieder benutzen. Die Rohrhalschen Sicherungen funktionieren noch immer. Kommt mit in den Keller. Treppen hinunter. Können wir die Sonnenlegionäre davor abstellen? Der Plan. Sehr gut. Ja, so könnt ihr dann die Sonnenlegionäre mit nach unten nehmen und dann vor die Asservatenkammer bringen. Ihr seht viele verschiedene seltsame Gegenstände, die sich hier dann auch befinden. Immer bekommt ein ziehendes Gefühl in seiner Magengegend. Du erinnerst dich wieder zurück. Vor einem Jahr standst du ebenso in diesen Kellern und hast das Buch mitgenommen. Schließt die Augen und murmelt ein Verzeih und schau dann wieder, was hier passiert, vor allem wie sich Kammern öffnen und wie auch immer. Ja, große, schwere Kammern mit Glyphen, Siegeln, irgendwas aus Rohalszeiten. Wie gesagt, das muss 400 Jahre, 600 Jahre her sein. Hätte ihr damals in Geschichte besser aufgepasst. Ja, die Türen werden geöffnet, die große Kiste aus Gold darin eingebettet und die Tür wieder geschlossen. Auf mir einen der Sonnenlegionäre, du. Auf der Stadt des Lichts, mach Meldung. Sorgt dafür, dass ihr bei Zeiten abgelöst werdet. Der Rest, verteidigt diese Kiste mit eurem Leben. Jawohl, jawohl, mein Herr. Gut. Wenn er später verschwindet, war die ganze Sache beinahe für nichts. Hoffen wir mal, dass seine Macht eingedämmt ist mit diesen Kisten. Helden, da habt ihr Gutes getan. Dass ihr diesen Splitter aus der brennenden Festung zurückgeholt habt. Hoffen wir, dass die Stadt dann hoffentlich aufhört zu brennen. Könnt ihr irgendwo... Obwohl, sollte hier wohl geweiht genug sein. Könnt ihr die Kiste noch mal in Hesindes Gnaden rücken? Ich kann und werde all dies tun, so sehr sie mir Einblick gewährt. Sehr gut. Leider gibt es keinen Ingram-Geweihten mehr, der dabei helfen kann. Wir werden dann herbeiholen lassen. Vielleicht ein Mann oder ein Schutzkreis um die Kiste. Wir haben vieles gelernt, nachdem das Schwert der unbarmherzigen Ersäuferin damals gestohlen wurde. Wir haben vieles an Sicherungsvorkehrungen getan und uns wird nicht mehr ein Artefakt gestohlen werden. Bin ich mir sicher. Aber wir müssen noch herausfinden, wie wir diesen Splitter zerstören können. Aber nicht, dass ein einfacher Hammer oder so etwas reicht, oder? Fasst ihn nicht an. Das ist eine Frage für sehr viel gelerntere Herren, als ich es bin. Und vor allem für sehr viel ruhigere Tage. Ich werde das die ich Bücher zu Rate ziehen. Ich kann mit meinen alten Knochen sowieso nicht mehr in den Trümmern umhersuchen. Kann zwar noch etwas Essen ausgeben, aber ich denke, das ist eine Frage für das Ulmen-Kabinett, wie wir weiter vorgehen. Man versucht etwas herauszufinden, ob man es vielleicht mit elementarer Reinheit schaffen kann. Immerhin verdirbt er sie. Ein Ingram-Geweihten. Ich habe gehört, dass man Magierstäbe vernichten kann, indem man sie in reinstes Feuer wirft. Wir werden es versuchen. Euer Eminenz, ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir hatten diese Kiste aus den Kellern der Schwert und Stab mitgenommen. In ihr war dieser Dolch. Isarun zeigt mal auf den Dolch, der da an ihrem Gürtel baumelt. Ich habe ihn nicht selber rausgenommen, aber er ist einfach dort erschienen. Er greift in seine Robe und setzt sich einen Zwicker auf, lässt ihn selber nicht an.
Dreht ihn doch etwas bitte im Licht. Ja, mache ich. Das ist Wolfstahl. Was bedeutet das? Das muss ein... Also es waren seltsame Spiegelungen zu sehen in seinem Metall. Ja, ja. Bei Marder. Das ist ein unheiliges Artefakt, was ich vor beinahe etwas mehr als 30 Jahren gesehen habe. Wir haben es gemeinsam mit Saldor Vosslarin weggesperrt. Ihr kennt euch damit aus. Ja, wunderbar. Es tut mir leid, dass wir es befreit haben. Der Splitter sah zu wichtig aus. Ich nehme das natürlich auf meine Kappe. Und wir konnten das Risiko, als wir die Kiste geborgen haben. Wir haben herausgefunden, dass sich ein Aggribal in ihm versteckt, also ein Dämon, der selbst formlos erscheint. Das Problem ist, ihr solltet damit weder zustechen, denn ein Wesen, was mit dieser dämonischen, dieser beseelten Klinge getötet wird, fährt in die Niederhöllen. Dessen sind wir uns ganz sicher. Der Besitzer wird von Pech verfolgt. Denn die Klinge ist unzerstörbar. Vielleicht ebenso wie der Splitter, den wir in den Asservatenkammern gerade eingeschlossen haben. Das Widerlichste allerdings ist, dass er immer wieder auftaucht, auch wenn man versucht, ihn loszuwerden. Er hat uns damals viel Mühe gekostet, es einzuschweren, einzuschließen. Vielleicht könnten wir diese Mühen wiederholen. Ich muss nachsehen, ob wir die Schriften von damals noch haben in der Bibliothek, in den verbotenen Gängen, ob sie es... Vielleicht kann sich Saldor Vosslarin selbst daran wieder erinnern, was er getan hat, aber an dem hohen Alter verlässt mich mein adetisches Gedächtnis doch von Zeit zu Zeit. Wir wissen leider nicht, ob seine Spektabilität noch am Leben ist. Das hat ihn bisher keiner gesehen. Saldor Vosslarin ist tot? Das kann ich nicht bestätigen. Ich kann nur sagen, dass niemand ihn wohl gesehen hat bis jetzt. Also gut, ich versuche, wie gesagt, mich dran zu erinnern und lasse euch es dann wissen, wenn wir mehr wissen. Sehr wohl, aber Euer Eminenz, so wie ich euch verstanden habe, bin ich die einzige Person, die jetzt in Gefahr ist. Es sei denn, ich komme auf die Idee, jemanden damit zu töten, was ich natürlich nicht werde. Oder du hast Pech, stolperst und stichst jemand anders damit. Ja, das könnte natürlich passieren. Eine Dolchscheide vielleicht und zusätzlich in ein Tuch einwickeln. Und gut festbinden. Ich werde mein Möglichstes mit den profanen Mitteln, die mir gegeben sind, tun. Ja. Dann wünsche ich euch Fex Segen, Isinde, Nandos. All die Götter, die ihr anrufen mögt, Praios. Ich danke euch. Viel Erfolg. Ich werde zusammentrommeln, was noch vom Rat der Helden und von der Ulm, vom Ulmenkabinett Zürich ist und dann überlegen wir, wie wir A, diese Stadt wieder aufbauen und B, den Splitter vernichten. Teil des Heldenrates befinden sich bei der alten Residenz. Dort haben sich die Überlebenden gesammelt und von dort aus arbeiten wir, die Stadt wieder aufzubauen. Wenn auch immer ihr noch finden und herbeikriegen könnt, schickt ihn zur Residenz. Jawohl. Alte Residenz. Es sei denn natürlich, ihr möchtet hier ein zeitweiliges Hauptquartier aufbauen. Die Tempelhöhe wäre sicherer. Dort ist nicht ganz so viel Vernichtung, Zerstörung. Sie haben wir uns immer am Auge des Morgens getroffen. Aber ich denke, wir können das Auge sicherlich auch hierhin vernichten, wenn die alte Residenz nicht mehr sicher ist. Zumindest sind dort jetzt Gargülen, die allerdings inaktiv scheinen. Gargülen? Etwas gibt es in Gareth normalerweise nicht. Kollege Abelmir hat sie entdeckt. Ja, ich fürchte, sie sind im Zuge, des niederhöllischen Sturmes, der über diese Stadt hereingebrochen ist, aufgetaucht oder erschienen. Vielleicht lebten sie auf der Festung. Weiteres dämonisches Machwerk, das mit Zeit seiner Vernichtung zugeführt wird.